Mein persönlicher Platz 3 im Jahr 2022 waren auf jeden Fall die Eventreisen, die endlich wieder stattgefunden haben an Bord der Main-Schiff-Flotte. Also unsere Gäste sollten auf keinen Fall im Jahr 2023 verpassen, mal eine Eventreise mitzumachen. Zum Beispiel ganz weit vorne die Gagliner, Karneval auf hoher See erleben. Wirklich was Einzigartiges, die Stimmung, wirklich der Hammer. Vor allem, wer noch keine Schiffsreise mal gemacht hat, ist so eine Eventreise vor allem mal wirklich toll. Meine Nummer 2 im Jahr 2022 definitiv der Werftaufenthalt der Mein Schiff 6 in Brest in Frankreich. Dort war es einfach einzigartig zu sehen, wie das Team funktioniert an Bord, vor allem mal unter diesem riesen Schiff zu stehen und das wirklich mal von einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Und vor allem wunderschön war es zu sehen, wie schnell diese neuen Bereiche aufgebaut wurden auf der Mein Schiff 6. Also 2023 ist auf jeden Fall ein Muss, die neuen Bereiche auf der Mein Schiff 6 zu entdecken, weil die lohnt sich. Wir haben die nachhaltige Kaffeebar mit tollen Spezialitäten und wie gesagt auch im nachhaltigen Stil, was immer wichtiger wird an Bord. Dann haben wir den neuen Champagner-Treff, wir haben die Außenalster wirklich in der schönen Optik. Also da müssen wir uns auf jeden Fall treffen. Auf dem Siegertreppchen auf Platz 1 definitiv bei mir Asien. Dass es wieder losgeht 2022, endlich. Und wer das noch nicht gemacht hat, ich meine die Mentalität dort, die riesigen Gebäude, eine ganz andere Welt zu erleben. Ich freue mich da auch schon drauf, denn ich habe es selber noch nicht erlebt. Ich kenne es nur von Bildern und Videos und bin schon dermaßen aufgeregt, das mal zu sehen.